Es ging hoch her auf dem roten Teppich vor der Festhalle. The Boss Hoss, Silbermond, Jeanette Biedermann oder auch Frieda Gold. Viel Prominenz aus dem deutschen Musikgeschäft war gekommen, um ihren Helfern und Machern hinter den Kulissen Dank zu sagen. Und auch, um mit ihnen gemeinsam zu feiern. Lea Award, für dich wichtige Angelegenheit? Ja, live. Wir haben eine eigene Bookingfirma für Artists und unser Geschäftsführer wie ich, wir gehen traditionell auf dem Lea immer ein trinken. Deshalb bin ich hier. Veranstalter, Künstlermanager, Konzertagenten und Hallen- und Clubbetreiber waren die eigentlichen Stars des Abends. Der Live Entertainment Award Lea wurde verliehen. Unter anderem in den Kategorien Bestes Festival, Bester Künstlermanager, Beste Hallen- und Arena-Tournee oder Beste Show des Jahres. Ein Höhepunkt, die Auszeichnung zum Club des Jahres. Der Lea und der Club Award der Initiative Musik gehen an. Sie ist hier zu Hause, die Butch Cup. Die Butch Cup, eine Frankfurter Institution für Live-Musik aller Genres. Ein Preisgeld von 20.000 Euro, das der Club gut gebrauchen kann. Die Butch Cup hat einen Preis gewonnen, den Lea Award Club des Jahres. Eine richtige Ausnahme, oder? Noch nie einen Preis. Rock'n'Roll. Wie viele Jahre mussten vergehen? 36. Ja, genau. Stolz drauf, oder? Ja, doch, wir sind stolz wie Oscar. Das ist ganz, kommt auch gerade im richtigen Moment. Genau, jetzt kommt der große Umzug. Wo geht's hin? Wir planen das in der Gewinnerstraße. Das ist Enkheim Riederwald da hinten in der Ecke. Und da fängt die Planung jetzt an. Die Red Hot Chili Peppers, Bab oder auch die Ärzte. Alle sind sie bereits in der Butch Cup aufgetreten. Und vielleicht auch bald Helene Fischer. Club des Jahres wurde die Butch Cup hier in Frankfurt, ja, unsere Heimatstätte. Ja. Helene Fischer in der Butch Cup, wäre das mal ein Ding? Ich war noch nie, also weder als Besucher noch bin ich aufgetreten, von daher sehr interessant. Also ich fand das auch, cool, also super cool, ja. Vielleicht zur Abrissparty, die ja dann kommt. Mal schauen. Laudatorin Frieda Gold war schon zweimal in der Butch Cup. Und natürlich performte sie auch am Dienstagabend live. Außerdem wurde der Frankfurter Tourneeveranstalter Marek Liederberg ausgezeichnet. Der britische Gitarrist John McLaughlin erhielt den 30. Frankfurter Musikpreis. Stargeiger David Garrett war für einen Kurzauftritt angereist und zeigte, dass Rock und Violine sehr wohl zusammenpassen. Der Live Entertainment Award war der Auftakt für die Musikmesse und die Event-Technik-Show ProLight & Sound in Frankfurt.